Hier ist Riccardo Simonetti. Publikum, Riccardo Simonetti. Das machen die nicht für jeden. Muss man sagen, es ist ein außergewöhnlicher Applaus. Ja, das kommt hier auf jeden Fall an, mit viel Liebe. Danke. Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Applaus. So ein Applaus hat hier, ja, weiß nicht, wann zuletzt Jeremy Fragrance hat so eingekriegt, ja, muss man sagen. Ja. Aber ansonsten ist es eher selten. Jetzt weiß ich sehr zu schätzen. Ist mit viel Liebe hier angekommen. Aber nimm. Was ich mich so gefragt habe, ich habe es ja gerade gesagt, ne? Du hast gesagt, du willst oder du wolltest, hast dir so vorgestellt, wie ist es denn, wenn man mal berühmt ist und wenn man so in dieser Welt ist und Teil davon ist und so, ne? Und seinen festen Platz dann da hat. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist das so mit Dingen, die man sich als Kind vorstellt und die dann irgendwann Wahrheit werden? Sind die wirklich genauso? Ist das so, wie du dir das vorgestellt hast, jetzt dein aktuelles Leben? Also manche Sachen auf jeden Fall. Ich meine, ich sitze heute neben dir und trage 25 cm Plateaustiefel. Davon träumt jeder. Und das ist meine Arbeitskleidung. Ja. Und das, so habe ich mir das früher auch vorgestellt, dass das mein Alltag wird. Und das ist ja auf jeden Fall geworden. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Andere Sachen sind natürlich anders. Also das hat man, so mit Meinungen von anderen Menschen permanent konfrontiert zu werden. So, das ist etwas, was ich sehr gut kannte. Also die Leute haben früher auch auf der Straße Sachen mir hinterhergerufen und mein Aussehen bewertet, aber auf Social Media ist das noch mal, nimmt das noch mal so abstruse Züge an. Mhm. Letztens hat mir jemand geschrieben, dass ich mir gefälligst die Brust rasieren soll, denn das würde aussehen, als hätte ich Dreck auf der Brust. Ja. Und das fand ich zum Beispiel schon, da dachte ich mir so, wow, worüber sich so viele Menschen Gedanken machen. Da muss ich sagen, bei dir finde ich das okay, bei Jakob dachte ich das auch schon häufiger mal. Was? Wie bitte? Ich finde, Jakob sieht unwiderstehlich gut aus. Vielen Dank, Rick. Ja. Das habe ich ja nicht. Weißt du, ich finde, Jakob, auch mit dem Schreibtisch, hat was von Mr. Sheffield, von der Nanny. Ja, Mr. Sheffield. Ja. Ah ja, das stimmt. Du brauchst hier noch so eine graue Strähne, musst du dir noch reinholen. Genau. Ja, und so einen Anzug mit so zwei Knopfreihen. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ein Klaas mag meine Brusthaare auch. Er hat jetzt nur so getan fürs Fernsehen. Ich mag die auch. Es ist teilweise, lege ich mich da, also teilweise kuschel ich mich da rein, so vom Kamin, wenn es so im Advent. Ja. Das ist schon schön. Ich habe teilweise warum finde man nicht mehr raus. Warum denn nicht? Ja. Warum denn nicht? Ja. Also es ist so. Das sind also die stressigen Sachen. Ist letztendlich ist das ja, finde ich, aber auch ein toller Auftrag, den du dir irgendwie so. Ich weiß nicht, ob du dir den selber gegeben hast, aber ich finde ja die Arbeit, die du dann daran machst, dass du also damit offen umgehst und sagst, guck mal hier, ich werde die ganze Zeit bewertet. Warum muss mir das eigentlich passieren? Du hast natürlich ein großes Forum und kannst eine Kraft ausstrahlen. Andere können das vielleicht nicht. Wie wichtig ist das denn oder wie wichtig war es dir? Irgendwen zu haben, zu dem man da so aufschaut, der im Geiste für einen irgendeinen Kampf führt. Also ich glaube, es ist super wichtig, wenn man zum Beispiel den Fernseher einschaltet, dass man sich und seine Themen repräsentiert fühlt. Das hatte ich jetzt zum Beispiel als Kind oder Teenager nicht. Da habe ich mich eher mit Frauen identifizieren können. Und meine Heldinnen waren eher Popstars, wie zum Beispiel Lady Gaga, die dann über das Mann-Selbstsein gesprochen hat. Aber ich glaube, deshalb ist es mir auch so wichtig, meine Plattform heute zu nutzen, um auch zu zeigen, dass mein Leben gar nicht so anders aussieht als das Leben der anderen Menschen, die zum Beispiel außergewöhnlich aussehen. Also wenn man heute die Straße entlang geht und außergewöhnlich gekleidet ist, dann wird man mit Meinungen konfrontiert, ob man es möchte oder nicht. Und ich will eigentlich nur zeigen, dass das in meinem Leben auch nicht anders ist. Dass nur weil man vielleicht einen privilegierteren Status in der Gesellschaft erlangt, heißt das nicht automatisch, dass die Gesellschaft einen anders behandelt, dass die Kritik aufhört und dass man plötzlich einen Freifahrtschein bekommt, man selbst zu sein. Das ist nach wie vor jeden Tag eine Entscheidung, die Mut kostet, in meinem Leben sowie im Leben von ganz vielen anderen Menschen. Und finde ich schön, ja, dafür gerne einen Applaus, weil ich super wichtig, sehr schön, dass du das sagst. Sag mal, du hast gesagt, heute war ich bin hier heute in die Probe reingeplatzt und alles war voller Kerzen. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr für eine satanische Messe? Was ist hier los? Ja, Riccardo hat ein ganz spezielles Buch mitgebracht. Ja, Riccardo hat was mitgebracht. Dieses Buch habe ich gerade auch gesehen. Und da hinten sehe ich nämlich diese Kerzenständer schon wieder. Mir wollte niemand sagen, was damit auf sich hat. Es hieß dann irgendwie, Riccardo will irgendwas machen und ich soll jetzt nicht weiter fragen.
Und jetzt ist es wohl soweit. Kannst du mich jetzt darüber aufklären, was du vorhast? Ja, oder was das alles soll? Nichts lieber als das. Danke. Ist jemand tot am Ende? Nee, das nicht. Im Gegenteil, wir beschützen halt. Dankeschön. Okay. Und zwar Jakob und ich haben telefoniert. Ja. Und er hat mich gefragt, worüber ich mit dir sprechen möchte. Und ich dachte mir, hey, es ist ja bald Halloween. Und ich liebe Halloween. Ich liebe alles, was mit Halloween zu tun hat. Und meine Lieblingsserie als Kind war Charmed, zauberhafte Hexen. Mhm. Und die hatten dieses Buch, das ist das Buch der Schatten, und da stehen lauter Zaubersprüche drin. Das ist das mit Shen Dorothy. Genau. Das sind so genau. Schauspieler, die so tun, als wären sie Hexen, ne? Genau. Ja, genau. Und mein kindliches Ego hat das sehr ernst genommen und für mich war das die Realität und dieses Buch wollte ich immer haben. Ich habe das irgendwann mal für voll viel Geld im Internet ersteigert, bis mir dann niemand gesagt hat, dass man das auch ganz regulär kaufen kann. Das wusste ich aber nicht. Und deswegen habe ich jetzt dieses teure Buch ersteigert. Und ich dachte mir, wir könnten einen Schutzzauber zusammen aussprechen. Ja. Und vielleicht möchte das Publikum ja mitmachen, wenn ihr Lust habt. Und also deswegen sind diese Utensilien da. Also was kann man beschützen? Also eigentlich kann man alles beschützen. Man kann auch Autos. Man kann zum Beispiel. Oder irgendwas Autos oder beschützen. Gegenstände, die einem wichtig sind. Oder? Man kann es geht darum, dass man. Wir könnten zum Beispiel Jakob und ich könnten einen Schutzzauber für dich machen. Oh, oder das find ich gut. Wir machen einen Schutzzauber für Jakob. Was ist dir lieber? Lieber für dich, Klaas. Für mich. Ich bin ja. Du bist hier der. Ja, das ist schon besser, oder? Ja, also, auf jeden Fall. Von dir hängt hier sehr viel ab. Von mir hängt hier sehr viel ab und ich will das jetzt gar nicht gegen dich sagen. Nein, aber dein Schutz liegt mir auch mehr. Aber es ist für die Leute hier wichtiger, dass ich einen Schutzzauber abkriege und so. Wenn mir was passiert, ist nicht so schlimm. Ja. Aber bei dir habe ich auch ein Problem. Ja. Erstmal müssen wir es vorbereiten. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ne? Das steht hier einfach so in diesem Buch drin. Du hast das noch nie gemacht und verzauberst mir einfach so. Und was, wenn das alles schief geht? Es ist nur weiße Magie. Also es kann nichts Böses passieren. Ja. So. Und zwar, also hier steht auf jeden Fall, dass wir zwei Äpfel in vier Teile schneiden müssen und die in alle Himmelsrichtungen in diesem Studio legen müssen. Also Norden, Osten, Süden, Westen. Ja, dann. Es ist in jeder Ecke. Da ist Norden, hier ist Süden. Ja, ich leg mal hier Osten eins hin. Und Westen. So. Ach so, meinst du das? Ja, genau. Da hinlegen. Soll ich euch das mitmachen? Ja, hier. Du kannst die anderen zwei Ecken nehmen. Ja, okay. Gut, danke schön. So. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das auch so aufwendig ist. Naja, du willst doch beschützt werden. Ja, na klar. Dafür verteile ich auch ein bisschen Obst. Das ist natürlich klar. Ja. Am Ende ärgert man sich, hätte ich mal den Apfel da hingelegt und so. Ne? Wenn man dann das Klavier auf den Kopf fällt, dann denkt man hätte. Ne? Also jetzt steht hier drin, dass man einen Kreis machen muss, um die Sache, die beschützt werden soll. Also Jakob, wir müssen quasi Klaas in die Mitte nehmen. Okay. Ja, ich bereite mich drauf vor. Eigentlich ist das schon richtig. Und hier steht noch, dass man Rosmarin und Lavendel braucht. Das solltest du halten. Das haben wir heute bei IKEA gekauft. Und dann nehmen wir uns an die Hand und müssen den Spruch dreimal sagen. Und dann kommt Rauch. Wir müssen den Spruch dreimal sagen. Und der heißt Knowledge and Reverence, also auf Deutsch. Weisheit und Ehrfurcht. Oh, das hätte ich jetzt nicht übersetzen können. Und das müssen wir dreimal im Einklang sagen. Und wenn das Publikum möchte, könntet ihr natürlich alle mitmachen, dann wird es noch stärker, dann beschützen wir Klaas noch mehr. Das willst du doch, oder? Ja. Leute, macht einfach. Macht einfach. Okay, also. Weisheit und Ehrfurcht. 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 Wie oft machen Sie das jetzt? Ja, ich weiß, ich glaube, das dreimal rein. Das für dich. Dankeschön. Toll. Ja, merkt man. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich direkt geschützter. Merk das. Ich merke nichts. Ja. Guck mal, ich spüre nichts. Das ist Wahnsinn. Das heißt jetzt aber nicht, dass du übermütig werden darfst. Ach so, okay, gut. Muss ich mich noch anschnallen im Auto? Solltest du. Okay. Solltest du. Ja. Ich probiere das heute aus. Den Rest könnt ihr in der Zeitung lesen. Wenn nicht, steht hier auch ein Spruch, wie man mit der anderen Welt kommunizieren kann. Das machen wir ein anderes Mal. Das machen wir ein anderes Mal mit der anderen Welt. So, ist jetzt ein harter Übergang, aber wieso denn nicht? Ja? Wir haben, das ist eine Sendung und die möchte ich natürlich gerne hier nochmal zeigen. Die heißt The Glow.
Nee, Glow Up. Ah, Glow Up, natürlich, ja, ja klar. Die heißt Glow Up. You had one job, Klaas. Entschuldigung. You had one job. Entschuldigung, du hast mich gerade völlig verrückt gezaubert. Entschuldigung. Die Sendung heißt Glow Up. Die läuft bei ZDF Neo und in der ZDF Mediathek. Und zwar jeden Donnerstag um 7:45. Genau. Wenn man denn möchte, ja. Da könnt ihr auch die zwei Folgen, die es schon gab, könnt ihr dann nochmal nachschauen. Und natürlich auch ab dann natürlich aktuell jede Woche was Neues schauen. Schaut euch mal an, worum es da geht. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer zaubert das beste Make-up im ganzen Land? 10 Talente stellen sich dem härtesten Make-up-Contest Deutschlands. Ich will zu 100% gewinnen, deswegen bin ich ja hier. Ich bin ready dafür und ich bin ready zu kämpfen. Jede Woche starten die Make-up-Artists, kurz MUAs, mit einer Real-Life-Challenge. Ich finde diesen Look wirklich genial. Ja, ich liebe die Smoky Eyes. Ich fühle das nicht wirklich. Beurteilt von Jury und ExpertInnen. Also das ist so authentisch. Umwerfend. Also da ist die Jury, die bewertet es dann und so? Genau. Ja. Also mein Job ist sehr schön, weil ich bin quasi auf der Seite der Talente. Ja. Und die machen echt krasse Sachen. Also ich bin wirklich super stolz auf die. Die verarbeiten teilweise super persönliche Dinge in Make-ups und erzählen Geschichten. Und es ist sehr, sehr spannend, was die alle zu erzählen haben. Aber ich will auch wissen, wie dein persönlicher Glow-Up ausgesehen hat. Glow-Up ist ja ein Wortspiel. Also in der Sendung zeigen die quasi Geschichten mit Make-up. Ja. Aber Glow-Up kann man ja auch so verstehen, dass man einen persönlichen Glow-Up widerfährt, weil man vielleicht, man sagt ja immer so ein bisschen vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan. Ja. Und wir wollten einfach mal in deine Glow-Up-Reise reingucken. Ja, naja, genau. Ich bin dazu angehalten worden, Bilder mitzubringen. Und mir wurde zugetragen, es sei dein sehnlichster Wunsch. Also habe ich jetzt Bilder aus meiner Jugend mitgebracht. Und dann kannst du mal sagen, wie viel Style praktisch schon vorhanden war, als ich also doch zur Schule gegangen bin. Offensichtlich bist du ja jetzt ein wunderschöner Schwan, oder? Ich bin ein wunderschöner Schwan. Also guck mal, es gab eine Zeit, da musst du mal sagen, ob das cool war. Es gab eine Zeit, da waren so Worker-Hemden, waren da normal. So, ne? Die wollte jeder anhaben. Und ich hatte so dieselbe Frisur wie Christian Lindner in diesem Kindervideo, was man manchmal von dem sieht. Ja? Das war zum Beispiel, so war mein Glow früher. So habe ich ausgesehen. Wie findest du? Jetzt verstehe ich, warum du dich so zu Jeremy Fragrance hingezogen fühlst. Ja, also jetzt kann ich das nachvollziehen. Das Ding ist, der kommt aus Oldenburg. Ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht doch verwandt sind. Ja. Das kann man nie sagen. Ihr habt auf jeden Fall denselben Haargel-Anbieter gehabt. Und was ich gesagt habe, und man weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch noch mit Moneyboy verwandt. Wie findest du das? Aber ja? Schon cool. Ja? Ja, also so, du, in den 2000ern warst du bestimmt ein Bad Boy damit, oder nicht? Ich war ein absoluter Bad Boy, auf jeden Fall. Also am Autoscooter hat sich keiner mehr vorbeigetraut. Ja, der Hut ist das eine, aber guck mal, das Trikot lässt ja darauf vermuten, dass es wahrscheinlich sehr, sehr groß war. War es ein Trikot? Das war so ein ganz riesengroßes T-Shirt von Homeboy. Ja, sag ich doch, ja, und die Kette habe ich am Strand gekauft, das weiß ich noch. Ja. Ja, die war auch cool. Dann habe ich das hier noch, kommen diese blond gefärbte Haare darunter. So. Aber eigentlich ziemlich cool. Also du siehst aus wie die 20-jährigen Berliner Hipster-Boys heute aussehen. Voll, ja. Ey, da habe ich noch ein Bild gefunden, da habe ich wirklich so einen richtigen Hipster-Pullover an, den man jetzt wirklich in Neukölln sieht, so an der Weserstraße, da irgendwo in diesen ganzen Dingern. Weißt du, es sind ja diese großen Pullover, wo man denkt, da war ich aber noch richtig, richtig jung, aber ich habe so einen richtigen Hipster-Neukölln-Pullover an. Guck mal hier. Süß. Was mir auffällt, ist, du warst ganz schön experimentierfreudig, was deine Frisuren anging. Du warst ja auch platinblond. Ja, absolut. Ja, da habe ich es platinblond gemacht. Ja, ja, da habe ich meine Eltern überrascht. Habe ich gesagt, guck mal, habe ich mir gekauft. Und die Farbe könnte ein Comeback bei dir vertragen. Absolut. Die Frisur sagt, wir brauchen nicht zum Friseur, wir können sofort zum McDonald's. Ja? So, okay. Was war das? Schön. Liebe Ricardo, ich möchte mich erstmal herzlich bedanken, dass du da warst. Jeden Donnerstag kann man auf ZDF Neo und in der ZDF Mediathek deine Show sich anschauen. Glow Up heißt es. Yes. Glow Up heißt das. Ich wollte noch mal fragen. 20.15 Uhr kommt das und es ist ja also eine schöne, interessante und ja, einzigartige Show. Gibt es so noch nicht. Und wer Lust dazu hat, kann sich das angucken. Und ich kann es nur empfehlen. Schön, dass du bei uns warst. Dankeschön. Bist jederzeit gerne wieder herzlich willkommen. Danke.